Irgendwie sind sie immer überall. Handys. Die kleinen Alleskönner sind unsere ständigen Begleiter. Dafür lieben und dafür hassen wir sie. Jetzt hat es das Handy sogar auf die Bühne geschafft. Jeden Samstag treffen sie sich, die 15 Jungblutdramatiker aus Esslingen. Im Kulturzentrum Dieselstraße bereiten sich die Jugendlichen auf ihre heutige Probe vor. Eine der Szenen beschäftigt sich mit einem Thema, das für viele der Jungblutdramatiker hochaktuell ist. Die riesige Flut an Nachrichten, die ständig auf uns einströmt. Das Thema ist ja auch das eigentlich gerade das, was alle am meisten beschäftigt, weil einfach jeder ein Smartphone hat und jeder so viel da dranhängt. Und wir haben ja angefangen, das Stück zu entwickeln, indem wir Szenen improvisiert haben. Und dann haben wir einfach auch unsere eigenen Erlebnisse damit eingearbeitet. Wenn die Außenwelt keine Rolle mehr zu spielen scheint, sind wir dann süchtig nach dem Handy? Die meisten Menschen kommunizieren täglich sowohl direkt als auch indirekt, das heißt mit Hilfe von Medien. Während wir uns bei direkter Kommunikation mit allen Sinnen wahrnehmen und fortlaufend gegenseitig beeinflussen, ist unser Einfluss bei indirekter Kommunikation eingeschränkt. Wir sehen, hören und fühlen ein technisches Gerät. Gerade wenn man mit Freunden im Café sitzt und dann jeder mit dem Handy da sitzt, anstatt sich zu unterhalten, das nervt dann schon. Allerdings, wenn das Akku alle ist, dann ist man auch unbeholfen. Ja, wenn es dann mitten in der Nacht losgeht. Nichts, was, glaube ich, wo ich es nervig finde, eins zu besitzen, sondern wo ich es nervig finde, dass alle eins besitzen, wenn man am Tisch nur noch mit dem Ding kommuniziert und nicht mehr miteinander direkt.